Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Spirit of the Island. Wir haben ja die Schwerter hergestellt, yes. Und deswegen wollte ich mit euch dann nochmal runtergehen in dieses komische Museum, wenn das ein Museum sein soll. Oder ich weiß nicht, ich denke mal, dass es Achievements bringt, wenn man die Sachen hier reintut. Bin ich wieder von diesen... Ich hasse euch. Warte mal, kann ich euch weghauen? Ich sehe halt leider nichts, das ist das Problem, ne? Nahrungssuche. Ja, das ist von den Bienen, ne? Ich esse jetzt mal was. Weil ein bisschen was bringt es ja auch an Heilung. Die Pilze sammle ich jetzt mal mit. Ich darf nicht so nah an solchen Bäumen vorbeigehen, aber das ist halt immer leichter gesagt als gemacht, ne? So, wir haben einmal die Machete. Die lege ich jetzt mal auf die 9 ganz kurz. Und wir haben das Kurzschwert, die lege ich dann mal auf die 8. Machete? Ah, okay. Hatte ich es wieder nicht ausgewählt. Und das Kurzschwert dahin. So. Es zieht halt immer gleich 3 ab, ne? Du wirst den Gegenstand nach dem Hinzufügen verlieren. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden. Bestätigen. Jawohl, damit haben wir das. Und wir haben das Kurzschwert. Bestätigen. Jawohl, Langschwert müssen wir halt einfach noch... Irgendwie sieht man das Kurzschwert gar nicht, ne? So, jetzt gucken wir nochmal runter. Einschüchternde Arme, Feuer... Ja, das sind halt alles Sachen, die wir auf jeden Fall noch herstellen können, ne? Jetzt muss ich hier mal... konzentriert durchschauen, ob ich hier irgendwo die Rucksäcke hinpacken kann. Wir können hier auf jeden Fall Werkzeuge hinpacken. Ei, Gewürze, Milchkanne, Sommerfrüchte, Frühlingssuppen, Teeaufguss, Orangensaft, Gewürzfisch, Erdbeerstrudel. Da haben wir auf jeden Fall was zu tun, um das alles voll zu machen, ne? Uraltes dunkles Ei, uraltes helles Ei, Piratengürtel, Piratentinte, uralte Kassetten. Nee, aber es ist jetzt nichts Rucksackmäßiges dabei, ne? So. Einmal verwenden. Ne, geht nicht. Dann kommst du wieder auf die 9 und das Wasser bitte auf die 8. Ich bin nicht hungrig. Du sollst es aber essen. Zwecks der Heilung. Aber wenigstens ist jetzt das Gift weg, ne? Oh Mann. Hier vielleicht den großen Bogen drumherum machen. Ist ja echt übel. Da ist die Frage, wie kann ich mich schützen? Wahrscheinlich mit irgendeiner Rüstung oder so. Vom Gießen bin ich ja abgekommen, ne? Weil irgendwie, wenn ich gegossen habe, ist dann immer plötzlich das Zeug... hat es plötzlich geregnet. Also lasse ich das. So, wir können hier so viel Zeug noch machen, ne? Wir haben eine Eisenschaufel, haben wir ja. Köder für exotische Fische. Wir haben Gießkanne, Holzeimer, ein Camping-Set. Erfordert Nahrungssuche. Dynamit. Das Wichtigste, was du wissen musst. Lauf, wenn die Lunte brennt. Das ist kein Spielzeug. Stelle es auf eine Werkbank her. Silberaxt. Verwende sie, um Holz von Bäumen zu schlagen. Ich denke mal, dass die Haltbarkeit bei den Waffen einfach ein bisschen, oder bei den Werkzeugen einfach ein bisschen höher ist. Wobei ich mich wundere dann bei Gold, weil Gold ist ja weicher, glaube ich. Na, ist egal.
Wir haben Schlüssel haben wir ja gemacht. Geschenk, Süßigkeiten. Das heißt, wir können unseren Leuten hier auch Geschenke machen. So, lauter Sachen, was wir jetzt gar nicht wollen. Wir gehen nochmal ins Baumenü wegen den Werkbänken. So, wir haben ja gesagt, die ersten drei haben wir. Das nächste, was fehlen würde, das wäre einfache Herd. Dafür bräuchten wir allerdings 20 Ziegel. 20 Ziegel müsste ich herstellen können aus Steinen. Okay, wir tun mal alle rüber. Einen wieder als Platzhalter. Halt, mit Sicherheit brauchst du Holz auch. Gut. Schauen wir mal ran. Ziegel. Okay, da braucht man zwei Steine und ein Feuerholz für einen Ziegel. 20 Ziegel braucht man. So, bestätigen. Dann kannst du durchlaufen. Dann können wir den Rest wieder rüberschmeißen. Wir haben nur noch ein Feuerholz. Das heißt, ich stelle jetzt gleich aus dem Holz, was ich da habe, stelle mir, oh, warte mal, wir brauchen vier Holzplatten, ne? Also zweimal bestätigen. Dann machen wir das erstmal. Und aus dem Restholz machen wir dann nochmal Feuerholz. Weil das werden wir ja auf jeden Fall brauchen. Ansonsten sollte alles tutti sein. Kann ich was essen? Ich bin nicht hungrig. Ich bin nicht hungrig. Immer noch nicht. Okay. Trinken können wir aber was. Und damit haben wir die Flaschen leer und können die Flaschen jetzt mal auf die 8 legen. Und dann gehen wir... Oh, du bist fertig. Dann machen wir noch Feuerholz. Ja, bestätigen. Dann kannst du mal durchlaufen und wir holen dann zwar ein frisches Wasser. Im Grunde ist es nicht so weit, ne? Mit dem Brunnen. Jawohl, so kürze ich das. Gut, dann hatten wir hier eine Kiste auch noch, ne? Ich würde aber ungern da runterlaufen, wenn ich vom Leben her nicht ein bisschen mehr habe. Ah, das bringt es auch nicht, ne? Mit dem Salat. Aber gut, es ist, denke ich mal, besser als gar nichts. Ich würde aber trotzdem jetzt gerne erst einmal den Kochherd herstellen wollen. Wir haben die Ziegel fertig. Dankeschön. So, das Brennholz ist uns eigentlich egal. Dann machen wir einmal auf Bauen. Einfacher Herd. So, den einfachen Herd stellen wir jetzt einfach mal dahin. Einfacher Herd, einfach dahingestellt. Ui. Na jetzt aber. Öl kann... Jetzt muss es wieder regnen, ne? Geschnittenes Obst. Da brauchen wir Kirschen dafür. Kleiner Salat. Wenn man das sehen würde, auch was das alles bringt. Aber man braucht ja Kochen. Hier braucht man Kochen 1, ne? Da braucht man Kampf 1. Ah, dafür braucht man die roten Blumen, Heilblätter und das Krabbenbein. Ein gutes Mittel, um dich von Krankheit und Vergiftung zu heilen. Oi, oi, wir müssen echt viel sammeln. Da, wo man Kochen 1 braucht, ist die Frage. Na gut, das kann ich dann wahrscheinlich mit den Tränken oder sowas wettmachen, ne? Wenn ich die sage, aber das ist ja... Kann ich mir die Rezepte irgendwie anpinnen? Nee. Irgendwie nicht. Das ist aber schade, weil ich meine, so viele Rezepturen kann ich mir gar nicht merken. Da haben wir... Was haben wir da? Bienenstockfragment. Also verkaufen sollte ich nicht wirklich was, ne? So, das mal rüber. Dann kommt der Pilz, ist egal, tun wir jetzt auch darüber. Ein bisschen Blumen haben wir ja schon gemacht, ne? Hier. Aber fehlt trotzdem noch einiges.
Den Rucksack werde ich dann in der Stadt verkaufen können. Natürlich jetzt nicht mehr. Und jetzt überlege ich gerade, ob wir uns nicht einfach hinlegen für 12 Stunden. Dann sind wir definitiv wieder full mit allem. 12 Stunden ist auch das Höchste. Wir haben jetzt 5. Das heißt, es wäre 5 Uhr früh. Und nicht einmal dann sind wir ganz voll. Okay. Ich hoffe aber, dass es aufhört zu regnen, weil ein bisschen nervig ist es, dass es so viel regnet. So, aufwachen. Ich denke mal, dass dieses Zeichen da unten mit dem Blitz, dass wir eben energiegeladen sind. Also einfach ein bisschen mehr Power haben oder sowas. Kann ich mir vorstellen. So, wir laufen runter zum Strand. Und halten die Augen offen nach Kisten, die ich mit Sicherheit wieder irgendwie übersehe. Wir müssen Pilze sammeln. Wir müssen Blumen sammeln, wie wir jetzt wissen. Was war denn das eigentlich? Kirschen? Die Kirschen findet man random einfach im Wald. Okay. Ich denke mal, tatsächlich, die Berge sind abbaubar. Also ich hätte jetzt mit allem gerechnet, aber nicht damit. Eisenerz und Stein. Ich meine, gut, ein Eisenerz und 11 Stein, ne? Nur noch den da. Okay. Kann ich dann jetzt eigentlich den Holzflocken da auch wegmachen? Ja, den kann ich auch weghauen. Und ich denke mal, dass der dann auch wegbleibt. Also bei den Bäumen habe ich ja immer noch die Hoffnung so ein bisschen, dass die auch wieder irgendwie nachwachsen. Oh, Moment. Nehmen wir natürlich gleich mit, ne? Wir müssen mal schauen, auch ob die Kirschen eventuell einen Verfall haben. Weil wenn das der Fall ist, dass die verfallen, dann wäre das nicht so toll. Weil dann muss ich schauen, dass ich die Tränke mache. Wir kriegen auf jeden Fall ganz gut bei der Nahrungssuche. Es sieht nicht so aus. Ich denke mal, durch das, dass es eine Zutat ist, gehen die nicht kaputt. Ist aber jetzt nur eine kleine Vermutung. Oh Mann, du läufst an so vielen Kirschen vorbei, ne? Gibt's da auch was? Ne. Aber es ist schön, dass wir zumindest immer 2 rauskriegen und nicht nur einzeln. So, ich weiß, ich bin irgendwie hier lang gegangen, ne? Dann haben wir hier geschaut. Und dann bin ich aber, glaube ich, nicht den Weg hier weiter, sondern ich bin hier runter. Weil ich gemeint habe, kommt, schauen wir mal am Strand. Gucken wir mal, ob ich die Kiste wieder finde. Die war auf jeden Fall irgendwo gestanden, als wir hier unterwegs waren, um zu fighten. Hier war sie aber nicht gestanden, ne? Oh, ganz viele weiße Blumen. Nice.
Ja, hier ist noch nichts, ich weiß, aber da ist doch was. Da muss man schon wirklich genau stehen, dass man die dann auch wirklich pflückt, ne? Beobachtet mich der Vogel. So ein Vogel. Oh, das würde ich mir so wünschen bei Dinkum, dass wenn ich in die Richtung drücke, dass ich dann mich auch sofort umdrehe und nicht so ewig hier so im Kreis laufen muss. So, die Energy ist dann gleich weg. Gucken wir mal, gegen die ein oder andere, da ist die Kiste, gegen die ein oder andere Krabbe hätte ich jetzt auch nichts. Und? Wir haben sie offen und 500 und wir haben nochmal 5 Schatzkartenfragmente. Das ist doch cool. Und kann ich jetzt die Kiste mitnehmen? Weil so kann ich sie ja nicht alle abwerfen, ne? Ich schau mal. Entweder sie geht kaputt oder... Okay, die ist dann halt einfach verschwunden. Ich wollte mal schauen, kann ich euch auch abbauen? Ne, euch kann ich nicht abbauen. Kann ich euch abbauen? Die kann ich abbauen. Okay, also die anderen da, die schauen so ein bisschen verschwommen aus. Das sind dann auf jeden Fall keine, die man abbauen kann, alles klar. Kann ich eigentlich? Wahrscheinlich nicht, ne? Moment, das will ich jetzt mal probieren. Ich glaube es nicht, weil das ist ja mehr, ne? Jetzt habe ich dich auf die 9. Nee, kann ich nicht. Okay, ich wollte es einfach nur mal testen. Wo bist du? Da. Du kommst bitte auf die 9. Jawohl. Und die sind eh nicht mehr so lang haltbar, ne? Ich will jetzt endlich mein neues Schwert ausprobieren. Wo sind die ganzen Krabbentiere? Die habe ich jetzt alle verscheucht. Ein bisschen Speed hier. Ich werde wahrscheinlich auch schneller müde dadurch, ne? Nee. Ach so, ja, da kommt man nicht hoch, komischerweise. Vielleicht ist es auch ein Bauplatz, der für irgendwas vorgesehen ist. Wäre ja auch möglich, ne? Aber wie soll denn ich bitte meinen Kampf skillen? Das Einzige, was ich noch machen kann, ist in die eine Höhle gehen. Ist hier irgendwas? Nö. Eigentlich nicht in die, aber ich würde es gerne nochmal probieren, weil ich nämlich die Kiste gerne sehen. Ah, okay, die Felsen, die kommen nach. Das war auf jeden Fall interessant. Die einzigen Felsen, die wahrscheinlich nicht nachkommen, das sind die, an denen wir jetzt gerade vorbeigelaufen sind, die nicht mehr da waren. So, hör mal auf zu rennen. Auch keine Fledermäuse mehr, ne? Aber auch da denke ich, dass die nachkommen im Laufe der Zeit. Hä? Ach, ich bin jetzt doch einen anderen Eingang in die Höhle. Oder? Lol. Das ist halt nur noch ein Schlag, ne? Oder maximal 2. Aber Skillung gibt es trotzdem nur 5. Frechheit. Man sieht hier nichts. Ha, Kiste.
500. Eisenerz. Kupfererz. Ja, ist ja auch in Ordnung, ne? Das heißt, die Sackgasse war jetzt nur dafür da, dass ich diese eine Kiste finde. Naja. Auch in Ordnung. Kann man das da weghauen? Nein. Hätte sein können, weil das ein bisschen anders aussah jetzt wie hier, ne? Ich will dich wegklopfen. Aber irgendwo bin ich doch falsch gelaufen jetzt. Oder ist das tatsächlich eine andere Höhle? Wir sind noch von da oben gekommen, ne? Okay, da laufen wir jetzt gerade wieder zurück. Da muss ich hoch. So, jetzt direkt zu der Kiste. Was? Hier ist noch nichts. Heißt das, die Kiste, die füllt sich auch wieder? Okay, ich mache dem nicht wirklich Schaden. Hilfe! Lass mich weg! Kommt er mir nach? Nein. Aber ich streichel den ja bloß mit dem Schwert. Da brauche ich eine richtig gute Waffe dann. Aber wir sind heute Schatzjäger. Mal gucken, ich würde gerne noch in die Stadt gehen. Ich glaube, da waren ja auch Kisten gestanden. Ich bin mir da bloß jetzt nicht mehr so hundertprozentig sicher. Ich finde es auf jeden Fall klasse, dass hier das Zeug... Ja, okay, da brauche ich nicht abbauen anfangen, wenn ich voll bin. Und warum sollte es auch nicht regnen? Also, ich spare mir das wirklich komplett, ne, mit dem, dass ich da gieße, die Pflanzen, wenn es sowieso immer wieder regnet oder jeden Tag. Ich meine, wir haben Frühling, das kann jetzt im Sommer natürlich auch wieder anders sein, ne? Geschnittenes Obst können wir machen. Das sollte doch auf jeden Fall unseren Skill hochhauen, oder? Bestätigen. Na, ich bin ja mal gespannt. Hatte ich jetzt nicht viel gemacht? Ich brauche wahrscheinlich einfach noch Äpfel. Lass uns mal die Bäume rütteln. Am besten welche, wo Äpfel auch draufhängen, wie der da zum Beispiel. Das siehst du doch. Nein, nicht. Mit den ganzen Kirschen, die wir da haben, können wir da natürlich schon was anfangen jetzt. Hundertprozentig. Meine Tasche ist voll. Juhuhu. Jetzt aber nicht mehr. Geschnittenes Obst. So. Wir brauchen doch nur einen Apfel und eine Kirsche. Das heißt also, ich kann jetzt 9 Stück herstellen, ne? 9. Genau, bei 10 streikt er. Also 9. Bestätigen. Dann lassen wir mal die 9 durchlaufen.
So, das bringt 30% Hunger. Beute am 5 Tage. Einige kombinierte Früchte geben einen gesunden Snack. Das ist eine Mahlzeit, wenn du sie isst und zufrieden bist, erhältst du einen verstärkten Energiebonus. Aha. Okay, jetzt im Moment würde ich sagen, esse ich erst einmal den Salat. Schade, dass ich den zweiten nicht auch noch essen kann. Einmal was trinken und dann kann man eigentlich schon fast schlafen gehen, ne? Wir können Klebeband herstellen und wir können Seil herstellen. Wir brauchen beides jetzt gerade im Moment nicht. Leere Flaschen brauchen wir jetzt auch nicht. Wir haben 3 Stück. Das ist normalerweise okay, würde ich sagen. Das, was noch interessant wäre, ist mit der Schatzkarte. Da brauchen wir allerdings Erkundung. Und Erkundung. Okay, erreiche neue Level, indem du die Welt, die Unterwelt und verschiedene Orte erkundest. Jedes neue Level schaltet neue Rezepte und Gegenstände zum Herstellen frei. Ah, damit können wir dann den Generalschlüssel herstellen und auch das Dynamit. Kaffee können wir am Herd herstellen. Wo? Wir können Kaffee herstellen? Das ist noch nicht fertig. Ah, oh, das ärgert mich schon wieder. Na gut. Ich würde sagen, wir machen da morgen weiter. Also im nächsten Part dann weiter. Mal gucken, wie weit ich mich noch schlagen kann. Jetzt hat nicht 12 Stunden, weil dann wäre es 7, 6, 5. Ich denke 10 Stunden, 9 Stunden sind, glaube ich, okay. Dann sind wir auf jeden Fall voll. Und wir haben wieder hell. Das ist mir nämlich wichtig. Jawohl, aufwachen. Bei 4.35 Uhr, wenn wir uns das nächste Mal sehen, wird es wahrscheinlich 6 Uhr sein, ungefähr. Schätze ich jetzt mal. Gut, Leute. Oh, es gibt Salat. Das Schöne ist, der wächst ja sofort dann weiter, ne? Dann müssen wir mal gucken, ob wir irgendwas mit Salat herstellen können. Ja, das da, ne? Da bräuchten wir allerdings noch Karotten und Brokkoli. Was habe ich da noch hergestellt? Rüben. Muss ich quasi ein neues Feld machen, ne? Okay, nee, das mache ich jetzt nicht. Vor allem, ich brauche, glaube ich, Level 1, ne? Nee, nicht einmal. Karotten und Brokkoli wäre was. Ich muss da jetzt noch nachschauen. Das kann ich jetzt nicht so lassen. Brokkoli kann nur im Frühling wachsen. Das sollte man auf jeden Fall dann anbauen. Manioksamen, Frühling oder Sommer. Ich würde sagen, ich tue euch jetzt mal rüber. Zucchini rüber. Wir nehmen uns den Brokkoli raus. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Ich weiß nicht, wie viel ich brauche. Und Karotten kann nur im Frühling wachsen. Also auch hier mal 5 Stück. Aber die Blumen gehen kaputt, sehe ich gerade. Das ist doch ein Quatsch. Gerade die Blumen, die ich doch brauche. Oh, nein. Das ist ja schade. Das heißt also, wenn ich irgendwas mixen möchte, dann sollte ich das auf jeden Fall erst pflücken, wenn ich es dann auch brauche. Das heißt, wir werden uns mal schauen, ob wir die Sachen beim nächsten Mal hier herstellen können. Die Tränke und so und was uns dafür fehlt. Schauen wir mal, vielleicht kriegen wir das hin. Normalerweise, wenn ich jetzt die Rezeptdinger so sehe, sollte das auf jeden Fall machbar sein. Alles klar, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, lasst mir Kommentare da und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.